Grundlage für das Milbengedeck ist Magerquark. Jeder Käse entsteht in Handarbeit nach altem Rezept. So, jetzt kommt ein bisschen Kümmel an und natürlich Salz. Und ein Geheimtipp sind natürlich diese Holunderblüten, die getrockneten. Die geben diesem Käse dann ein ganz besonderes Aroma. Sind die Rollen getrocknet, kann die Raubtierfütterung beginnen. 100.000 Tiere versuchen jetzt, was abzukriegen. Ne? Die Aufgabe der Milben? Quark essen und dabei reichlich ausscheiden. Und wie beim Wein gilt, je länger er liegt, umso teurer wird er. Nach der Ernte das Vergnügen. Übrigens, Spuren von Milben und deren Überreste sind beim Verzehr durchaus erwünscht. Er schmeckt nach harzer Käse mit bitterer Note, mit milbigem Abgang. Und wer das einmal probiert hat, kommt schlecht davon los. Es wirkt dann fast wie eine Droge. Der Geschmack ist so intensiv, der hält sich sehr lange im Mund. Ich sage immer, der ist so toll, der läuft alleine hinter.